Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftsmörder 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Die Nachbarfeuerwehr mit den HLF aus Klein-Lantow wird jetzt in diesem Augenblick eintreffen zu unserer heutigen Veranstaltung. Wir werden heute einen Tag genießen können, zusammen mit der Rettungswache 1 in Mecklenburg und mit der Feuerwehr zusammen aus Klein-Tantow, wie erwähnt gerade. Wir werden heute einen Tag der offenen Tür veranstalten. Ihr seht hier hinten schon ein Zelt aufgebaut, da werden wir dann die Leute informieren, was die Feuerwehr ist und was ihre Aufgaben sind. Also wir werden die Bevölkerung sozusagen ein wenig aufklären, wer und was wir überhaupt sind. Oder was wir halt machen. Ja, und ich möchte heute auf dieser kleinen ebenen Wiese, habe ich gerade Ebenen gesagt? Nee, ich meinte auf dieser Wiese, also ganz eben ist die jetzt auch nicht gerade, ne? Erkennt man ganz deutlich. Möchte ich ja, wie gesagt, einen Tag der offenen Tür veranstalten und dazu habe ich natürlich auch schon die einzelnen Sachen auf meinen LKW geladen. Das hatte ich ja zu Beginn gemacht, wo ich hier zum ersten Mal diese Wache eingerichtet habe. Also ich habe auch in der letzten Folge einen kleinen Kompaktlader mir gekauft. Also das ist der JCB, also an alle, die es jetzt gerne wissen möchten, der JCB 260, ohne Kett natürlich, mit Reifenbesatzung. Und heute möchte ich einfach ein bisschen dort etwas auf die Beine stellen. Ich werde jetzt erstmal mit meinen, in Anführungsstrichen, Fuhrunternehmen mich dort erstmal hinbegeben und dann werden wir so langsam aber sich das alles aufbauen. Ob wir das heute alles schaffen werden, das weiß ich bisher noch nicht, denn ich habe da schon ein bisschen etwas geplant. Wir möchten natürlich auch etwas demonstrieren und von daher passt natürlich auch super mit hinein, dass wir auch hier wieder in Mecklenburg sind, denn in der letzten Folge war ich ja mal wieder in Wassel unterwegs, das mit der polnischen Feuerwehr Strass oder Strass, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht, aber ich freue mich endlich mal wieder hier zurück zu sein in Mecklenburg, weil es mir persönlich auch sehr, sehr viel bedeutet und sehr viel Spaß macht. So, wo werden wir unsere Bierzeltgarnitur aufstellen? Ich glaube, das werden wir hier irgendwie auf der linken Seite machen oder stellen wir da die Fahrzeuge hin. Also bisher gibt es hier noch keinen richtigen Ablaufplan. Da muss erst jemand kommen und das ist erstmal alles so, ich sag mal, richtig auf die Beine stellen. Also hier wirklich was erklären, wo was hin soll. Das ist bisher leider noch nicht der Fall. Aber was wir erstmal machen können, wir können erstmal den Kompaktlader abladen. Und den stellen wir erstmal gleich an die Seite. Das ist erstmal das Erste und Wichtigste, was wir erstmal machen können. Ich würde sagen, wir fahren den erstmal hier rein. Das ist ja eine angenehme Größe. Da passt es auch wunderbar jetzt in dieses kleine, wunderbare Zelt. Was natürlich auch sehr wichtig ist gerade für diese Veranstaltung. Denn die Leute möchten natürlich auch nicht irgendwie, wenn es Wetterschwankungen gibt, hier im Regen stehen. Deshalb ist natürlich auch ein trockenes Plätzchen angebracht hier am Tag der offenen Tür in Mecklenburg. So, jetzt habe ich erstmal den Kompaktlader abgeladen, dann können wir auch zeitgleich den anderen Auflieger holen und dann können wir uns erstmal mit unseren Sachen, die wir jetzt bisher hier uns zugelegt haben, uns erstmal ein bisschen etwas errichten. Also natürlich wird da noch eine Menge dazukommen und heute in diesem Video möchte ich das erstmal alles so ein wenig aufbauen und dann in den nächsten Videos wird es dann richtig losgehen mit der Demonstration von den Fahrzeugen. Wir werden da Einsätze durchführen, also Einsatzszenarien. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Also ich habe mir so ein bisschen schon etwas überlegt, was wir da alles so zeigen könnten. Also das wird auf jeden Fall sehr lustig. Und ich habe dazu noch ein paar Mods gedownloadet, die ich auf jeden Fall noch hierfür verwenden möchte. Obwohl ich eigentlich auch meinte in meinen letzten Videos, dass ich das eigentlich gar nicht so machen möchte. Denn wenn ich sag's mal so wie es ist, wenn ich wirklich so viele Mods besitze, dann läuft das Spiel einfach nicht mehr so wie es soll. Und von daher reguliere ich das mal ein bisschen auf das Minimum. Also dass ich jetzt wirklich nicht allzu viele Mods verwende hier. Ich muss mal ganz kurz die andere Seite öffnen.
Ich wollte jetzt eigentlich mit diesem Auflieger neben das Zelt fahren, denn dort soll dann auch schon die Bierzeltgarnitur platziert werden, damit wir uns sozusagen hier auch einen kleinen Getränkestand aufbauen können. Das ist natürlich auch das Allerwichtigste, denn das Geld muss natürlich auch irgendwie reinkommen wieder. Denn den LKW kann ich dann gleich mal hinten hinterstellen. Da, wo ihn jetzt niemand stört. Und ich hoffe, ich komme da jetzt auch ohne Probleme ran. Die Verteiler liegen noch wunderbar da. Das ist wunderbar. Dann kann ich ja zeitgleich hier gleich mal einsteigen in meinen kleinen, aber feinen Kompaktlader. Aber vorerst bleibe ich jetzt erstmal am Zelt hängen. Ja, das ist dann halt so. Die Dinger sind unberechenbar. Da passiert halt sehr schnell sehr viel was. Und ich höre schon wieder einen Helikopter fliegen. Der ist natürlich immer mit am Start, wenn man das gar nicht so möchte. So, hier haben wir erstmal ein wenig Wasserversorgung. Wow, der hebt sogar schon ein bisschen ab. Und natürlich haben wir dennoch ein... Wow, alles klar. Dann haben wir natürlich eine Versorgung für die Getränke. Also für die alkoholischen Getränke. Also hier ist eher Wasser nur enthalten. Das kann ich ja gleich mal in das Zelt hineinstellen. Das ist sozusagen unser Versorgungszelt, falls ihr das jetzt vielleicht schon gedacht habt, wozu ich das jetzt hier schon hingestellt habe. Das hat schon seinen Grund, lieber Zuschauer. So, jetzt können wir das erstmal, wenn das loslassen würde. Das ist immer so wie Sekundenkleber, finde ich. Also man geht mit der Ballengabel auf die Palette und dann lässt es einfach nicht mehr los. Das ist ab und zu wirklich schon sehr eigenartig, aber es funktioniert halt. Ne? Also man muss halt ein bisschen Zeit dafür haben, und diesen Anhänger jetzt in die Höhe zu heben, dann funktioniert das schon auch. Anscheinend ist der Kompaktlader dafür doch nicht so geeignet, aber er hat die passende Größe dafür. Also deshalb habe ich den jetzt eigentlich auch benutzt dazu oder verwendet. Also ich habe mir dazu entschlossen, weil der halt klein und kompakt ist. Ich wollte jetzt nicht unbedingt so einen großen Radlader haben oder einen Teleskoplader. Ich finde das Ding einfach besser hier. So, die Getränke sind erstmal gesichert. Das sollte dann erstmal auch meistens reichen. So, dann können wir auch gleich mal rübergehen zu unserem Zelt. Jetzt gleich mal ganz kurz hier stehen. Dann gehe ich mal ganz kurz auf platzierbare Objekte und dann werde ich natürlich noch ein paar mehr Zelte aufbauen. Also jetzt haben wir hier ein Zelt für die Wasserversorgung. Die Bierzeltgarnitur wird natürlich noch folgen. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und dann werde ich hier hinten am besten mal so ein Zelt platzieren. Also davor stehen dann sozusagen die Fahrzeuge. Und da kann man sich sozusagen informieren über die einzelnen Fahrzeugtypen, über die örtliche Feuerwehr, wie wir arbeiten zum Beispiel. Also da habe ich mir schon etwas überlegt, wie man das alles so machen kann. Deshalb die Zelte sind da wirklich sehr angebracht. Dann bräuchten wir natürlich noch ein Tanzzelt. Also hier wird es auch abends einen Tanz geben. Und einen Höhepunkt wird es natürlich auch geben, aber das dann erst mitten in der Nacht. Dazu gibt es aber weitere Details in den nächsten darauffolgenden Videos. So, platziere ich hier nochmal ein paar Zelte. Also ich glaube, ich brauche die auch auf jeden Fall. Damit wir hier auch super arbeiten können, so wie man sich das vorstellt. Dann brauchen wir natürlich eine große Wasserversorgung für unsere Einsätze, die wir auch hier demonstrieren möchten. Darunter zählen auch Brände. Das habe ich jetzt schon mal verraten. Und die Bäume, die hier stehen, die stehen auch natürlich nicht ohne Grund. Das möchte ich euch dann alles in den nächsten Videos erklären. Also ich würde euch lieben gerne jetzt alles schon raushauen, meine ganze Information, aber das möchte ich erstmal nicht machen. Dann stellen wir das Wasserbecken mal genau hinter das HLF. Zwei sollten reichen, also ein Behälter hier. Entschuldigung, ein Wasserbecken enthält 1100 Liter. Das ist wirklich schon enorm. So, dann brauchen wir natürlich auch Strom. Das machen wir in Form eines Generators oder Generatorin. Also wir platzieren auch gleich mal drei Stück hintereinander. Dass sie hier auch eine super Stromversorgung besitzen. Ein Wasserturm wäre natürlich auch eine gute Idee, damit wir auch unsere Fahrzeuge auffüllen können. Denn das Wasserbecken kann man leider dazu nicht benutzen. Also dann stelle ich mal den Wasserturm hier hinten hin, dass wir uns hier irgendwie auch eine Wasserversorgung errichten können. Falls ein Fahrzeug irgendwie nicht mehr so viel Wasser an Bord hat, dass wir das auch sofort auffüllen können. Dann hätte ich natürlich hier noch eine Tragkraftspritze. Die werde ich mir natürlich auch nochmal hinstellen. Da können sich die Leute auch nochmal einmal die Technik ansehen, die dahinter steckt. Ein Warndreieck können wir auch nochmal platzieren, obwohl wir das jetzt eigentlich ja nicht bräuchten. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig.
Also, das ist auch eine TS, kein Warndreieck. Okay, das heißt aber Warndreieck. Also, wir holen uns erstmal unsere ganze Ausrüstung raus. Verteiler haben wir auch nochmal platziert. Da können, wie gesagt, die Zuschauer, die Leute, die Besucher dann auch einmal über die ganze Ausrüstung schauen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Parkmöglichkeiten. Das mache ich jetzt in Form eines Unterstandes. Also der muss jetzt auch nicht so groß sein, dass wir halt natürlich ein paar Stellplätze haben. Das sollte erstmal reichen. Das ist ein bisschen zu heavy. Und die Parkmöglichkeiten machen wir mal hier auf, ich sag mal, auf der Nachbarwiese. Hier können dann halt die Fahrzeuge alle drunter stehen. Und dann sollte das auch alles gut ablaufen. Passt da vorne einer hin? Ein Unterstand? Ja, passt wunderbar. Also da können wir dann schlussendlich mit unserem Fahrzeug hinfahren, wenn wir dieses Festchen hier, also Tag der offenen Tür in Mecklenburg, besuchen möchten. So, dann wechsle ich erstmal rüber zu unseren MZF, das natürlich auch nicht fehlen darf, denn wir möchten natürlich auch uns demonstrieren. Was wir auch eigentlich alles für Arbeit haben. Wir fahren am besten mit Blaulicht hin, was wir für Fahrzeugtypen haben, was wir an Bord haben. Also wir können wirklich darüber viel erzählen, wie wir arbeiten natürlich auch in Mecklenburg. Also das ist alles schon so eine Sache für sich. Und ich glaube, das interessiert auch Leuten, die hier dann hoffentlich auch in einer Vielzahl auftreten werden. Oh, ich sehe gerade, das Zelt ist abgesackt. Das ist natürlich nicht so schön. Wisst ihr was, das gucke ich mir gleich mal an. Also wie die Fahrzeugaufstellung jetzt hier steht, das ist jetzt so ein bisschen querbeet gestellt. Also das werde ich dann alles nochmal in den nächsten Videos alles machen. Aber erstmal muss ich mir um dieses Zelt kümmern. Anscheinend ist das gerade ein bisschen abgesackt. Anscheinend ist der Boden dafür nicht geeignet. Das andere Zelt steht wunderbar. Also müssen wir das anscheinend nochmal abbauen. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so schön anzusehen. Wenn so ein teures Zelt auch wirklich absackt einfach so. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Dann müssen wir das nochmal woanders platzieren. Wenn der Platz das natürlich jetzt zulässt. Das ist mal so eine Sache hier. Also, damit hätte man noch rechnen können. Also, der Boden ist nicht gerade der beste. Dann wisst ihr was, dann stellen wir die beiden Zelte einfach mal wieder weg. Und kaufen uns nochmal ein paar Zelte. Und ich weiß nicht, wo wollen wir die hinstellen. Am besten hier vorne. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Stellen wir hier eins hin und eins hier. Also das zeigt ja sozusagen den Ein- und den Ausgang. Das könnte man natürlich so machen. Und ansonsten habe ich erstmal nichts weiteres zu platzieren. Wir könnten uns natürlich noch einen kleinen Schuppen hier platzieren. Sozusagen als kleine Security-Stelle. Also die Sicherheit muss natürlich auch gewährleistet sein. Hier auch bei so einer Tag der offenen Tür. Denn es könnten immer natürlich fremde Personen hier eindringen und irgendwelchen Schaden anrichten. Das möchten wir natürlich verhindern. Deshalb ist die Security auf Ort, wenn es dann so richtig losgeht hier. Ansonsten glaube ich, habe ich erstmal alles so ganz grob aufgestellt. Das ist ja ein großer Schuppen. Ein kleiner Schuppen, der wirklich sehr groß aussieht für die Security. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Fest. Und ich hoffe, du freust dich, lieber Zuschauer, wenn du dieses Video jetzt gesehen hast. Du kannst mir gerne mal in den Kommentaren etwas dalassen, wie du dich darauf freust, dass ich immer ein bisschen Abwechslung reinbringe in meinen Projekten im LS17 Feuerwehr auf meinem Kanal Premium Paule. Denn Tag der offenen Tür gab es, glaube ich, schon länger nicht mehr. Und